Stefan! Ja, Gerhard! Hallo! Servus! Du, wie schaut's denn aus? Machen wir das heuer? Was? Ja, ein Neujahrskonzert! Ja, sicher machen wir's! Ja, und wie machen wir das? Kim Mumma! Ja, und was machen wir da jetzt genau? Spielen, musizieren, wir haben eine ganz tolle Jazzsängerin, die Marion Feichter. Und Strauss gibt's auch, oder? Strauss ist dabei, Donau, Radetzky, das darf nicht fehlen. Und Literaten, oder? E.T.A. Hoffmann hat Jubiläum. Ah, super. Sagt er der was? Ja. Komponisten, hast du welche? Ja, da gibt's viele. Brahms, Smetana, Sibelius, spielen wir ganz verschiedene. Ja, werden's ganz futschig werden am Schluss. Ja. Gell? Und ein Rätsel machen wir auch wieder, oder? Rätseln tun wir auf jeden Fall. Und Gedichte! Gedichte, wunderbar. Tanzen, wer tanzt eigentlich? Ja, die Amy bei der Villa mit The Dance Experience und wir haben einen Akrobaten auch dabei. Wie heißt der? Mit Handstand, der Danilo. Wow, du, aber Akrobatik, das bringt mich zum Sport. Passt dir eigentlich da Anzug noch? Ja, ein bisschen eng ist geworden jetzt, gell? Hm. Jetzt über das neue Jahr. Aber gehen wir vielleicht noch mal trainieren? Gehen wir trainieren? Ja, ich glaube. Schlag ein. Freuen wir uns aufs Konzert. Ja, jetzt freuen wir uns. Du, wo ist das jetzt nochmal? In Innsbruck, im Kongress. Sieht man eh von da. Ja, da unten. Da können wir jetzt aber drauf anstoßen. Müssen wir drauf anstoßen? Ja, aber Sekt haben wir dabei. Ich glaube, kalt mehr da sein. Ho! Wunderbar. Prost. Prost. Wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr. Thank you.
Hallo, 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 herzlich willkommen zum Neujahrskonzert des Tiroler Kammerorchesters Instrumenti. Was für eine schöne Ouvertüre und ach, wie ist es schön, Sie heute alle hier zu haben in Fleisch und Blut. Ich begrüße Sie einerseits natürlich live hier bei uns im Saal, aber auch vielleicht in einer fernen digitalen Zukunft, falls Sie sich dieses Konzert irgendwann im Nachhinein im Stream anschauen. Ohne Sie alle wären wir einfach nicht komplett. Denn wie sagte es schon irgendein weiser Mensch in der Vergangenheit, ein Orchester ohne sein Publikum macht schlicht und einfach keinen Umsatz mehr. Und das muss man in Zeiten von dauernden Konzertabsagen schon irgendwie auch anmerken. Aber dieses Neujahrskonzert findet statt und ich hoffe, es wird für uns alle eine bereichernde Erfahrung. Denn so ein Neujahrskonzert, das ist ja auch eine Tradition, also etwas, das jedes Jahr wiederkommt. Lustig ist, dass man mittlerweile bei sehr vielen Dingen das Gefühl hat, dass sie ständig wiederkommen. So ist es auch in diesem Jahr. Es kommt schon wieder Olympia, irgendwas mit Fußball ist auch schon wieder. Man denkt sich, war das nicht alles schon im letzten Jahr? Alles nur, weil sich wegen Corona alles verschiebt. Mittlerweile glaube ich ja, dieses Virus kommt nicht von Fledermäusen, sondern von täglich grüßt das Murmeltier. Aber genau hier sind wir eben besser als das Virus. Denn bei uns gibt es die Wiederholungen höchstens auf dem Notenblatt. Wir haben dafür Shampoos, Walzer, Gesang und Grandezza, ebenso wie kleine musikalische Geschenke für Sie eingepackt. Bei den Geschenken sind wir dafür vollkommen unbestechlich, aber alle geimpft. Und deswegen können wir jetzt direkt hineinstarten. Und wir tun das beschleunigend mit einem schnellen Walzer, den Akzelerationen von Johann Strauss. Und dieses Stück ist interessanterweise angeblich auch sehr schnell entstanden. Es handelt sich dabei nämlich um ein Auftragswerk, damals für den Wiener Technikerball. Und Strauss hat zwar den Auftrag angenommen und wahrscheinlich auch die Honorarvorauszahlung, aber dann hat er nie wieder etwas von sich hören lassen. Und so ist der Ballorganisator am Tage der geplanten Uraufführung vollkommen gestresst losgezogen, um Strauss zu suchen. Und er findet ihn am Morgen nach einer durchdirigierten Ballnacht irgendwo in einem der zahllosen Wiener Tanzsäle. Und er stürzt zu ihm hin und er sagt, Meister Strauss, wie schaut's aus mit dem bestellten Walzer? Und Strauss sagt, noch keine Note bisher. Und der Organisator ist komplett außer sich, aber Strauss lehnt sich vor und zieht eine Stoffserviette vom Tisch zu sich und schreibt innerhalb von einer halben Stunde die Musik auf den Stoff. Und ich weiß, was Sie sich jetzt denken. Wenn die in Wien immer noch so schnell arbeiten würden wie der damals, hätten wir im Herbst vor dem Lockdown schon ein Corona-Konzept gehabt. Aber das ist vielleicht etwas, worin sich Orchester und Politik voneinander unterscheiden. Wenn wir was wiederholen, spielen wir es beim zweiten Mal besser. Aber wenn andere nicht arbeiten, dann muss man es eben selber tun. Deswegen stürzen wir uns jetzt in die Arbeit, beziehungsweise wir stürzen uns in die Musik. Ich wünsche Ihnen also viel Spaß mit dem Tiroler Kammerorchester Instrumenti unter der Leitung von Walzerkapellmeister Gerhard Sammer und auch mit den Tänzerinnen von Amy Pedevillas Dance Experience, choreografiert von Elena Sitkowskaja. Denn die sind auch schon auf dem schnellsten Weg hierher zu uns. Thank you.
Ach ja, Neujahrskonzert. Das ist diese Veranstaltung, wo man sich fast schon einen Johann Strauss-Sammelpass abholen kann und der Dirigent die goldene Walzernadel verliehen bekommt. Aber auch Sie können jetzt gleich etwas gewinnen, denn wir kommen jetzt zum geheimen Höhepunkt für alle Rätselfans unter uns, dem Jahresregentenrätsel. Wir spielen jetzt gleich 4 Titel für Sie ohne Moderation und Sie können auf den bereitliegenden Rätselkärtchen ankreuzen und erraten, welche 4 Titel das denn waren. Geben Sie die Antwortkärtchen dann bitte einfach in der Pause im Foyer in den bereitstehenden Boxen ab. Dort finden Sie übrigens auch Kulis. Gewinnen können Sie Freikarten für das Mai-Tinee-Konzert des Tiroler Kammerorchesters Instrumenti. Das findet statt im Mai, wie der Name schon sagt. Mitmachen können Sie übrigens auch online, wenn Sie wollen. Sie können uns einfach bis zum 31.01. ein E-Mail mit den 4 richtigen an die Adresse binsoschlau@gmail.com schicken. Und für Sie hier im Saal heißt das, Sie hätten im Notfall sogar noch eine 2. Chance, um mitzumachen. Ich bin mir aber sicher, Sie werden nur eine Chance brauchen. Sie werden sehen, es ist ganz einfach. Wir können gerne auch einmal gemeinsam schauen, was da auf Ihren Kärtchen so alles draufsteht. Vielleicht schauen wir mal. Also Yannis Xenakis sehe ich da, Jalons. Da klingt der Titel schon einmal ein bisschen schräg. Dann haben wir da Johann Gregor Mendel, das Bohnenkonzert. Also da würde ich sagen, das würden Sie wahrscheinlich erkennen, wenn Sie es riechen. Dann haben wir Heinrich Schütz. Freue dich des Weibes deiner Jugend. Das Servus, welches Schweinerl hat denn das aufs Programm gesetzt? Ach so, na, da geht's um Monogamie. Also, wer es mag. Dann haben wir noch Samuel Morse, César Franck, die D-Moll-Symphonie und Elmar Bernstein, glorreiche 7. Also gut, zu viel will ich nicht verraten, aber ich kann Ihnen sagen, von 6 Antworten sind 4 richtig und 2 falsch. Damit Sie aber jetzt die richtige Wahl treffen können, habe ich Ihnen auch noch ein kleines Rätselhilfsgedicht gebastelt, in dem die Antworten auf verschwurbelte Art und Weise vorkommen. Horchen Sie genau hin, dann finden Sie sie bestimmt. Das Gedicht heißt die Aerosol-Arie. Wenn Jan niest und die Xena kisst, dann weiß der Heinrich, dass er sich schützen müsst. Vorm Musikfieber, das hoch ansteckend ist. Dagegen kannst du nichts machen, außer du bist derisch. Da probieren es dann manche sogar esoterisch. Da Elmar legt sich Bernstein drauf, freut sich seiner Jugend und gibt dafür in Mückstein auf. Der Mückstein spielt dafür, wer bietet mehr? Mach mal 3G, 5G, ach, wie es ist belieben. Vielleicht machen wir heute überhaupt gleich glorreiche 7. Vielleicht noch eine Maske dazu, da weiß man auch nie, welche wäre am besten. Probier mal D-Moll. Ja, lohnt's mir mal testen. Aber wenn dann alles sitzt, dann lebt man wie Gott, ja wie César in Frankreich. Denn die Musik, ja die Musik wirkt wie ein Zaubertrank gleich. Die desinfiziert nicht, sondern trägt uns auf Händen und macht uns so alle zu Jahresregenten. Ich hoffe, Sie haben alles herausgehört. Sie können das Gedicht auch noch mal auf Ihren Rätselkärtchen nachlesen. Jetzt aber würde ich sagen, konzentrieren Sie sich ganz auf die Musik des Jahresregentenrätsels. Kammerorchester, Tiroler Kammerorchester, Instrumenti, Verzeichnis Nummer 2022.
Eieiei. Also nach so einem harten Bobrennen braucht man ein bisschen Erholung. Deswegen mache ich jetzt die nächste Moderation gar nicht selbst. Ich habe mir Unterstützung geholt von jemandem, der im vergangenen Jahr überraschend all seine Ämter niedergelegt hat und der jetzt deswegen viel Freizeit hat. Er ist per Videoschaltung bei uns dabei, also eine Art Moderations-Callboy. Begrüßen Sie also mit mir Sebastian in der Kurzversion. Willkommen, liebe ÖsterreicherInnen und Außen, also Indoor und Outdoor, wie man auf Deutsch sagt. Ich möchte Sie als Ihr Schattenkanzler des letzten Jahres herzlich im neuen Jahr begrüßen. Und ich danke Ihnen, dass Sie bei diesem Rätsel so gut mitgemacht haben. Falls Sie nicht alle Antworten gefunden haben, würde ich sie Ihnen gegen so ein kleines Entgelt in der Pause verkaufen. Denn ich habe, wie Sie sich vorstellen können, ein gutes Gehör. Und man muss ja auch von was leben. Weil vielleicht haben Sie ja mitbekommen, dass es für mich im letzten Jahr auch außerhalb meiner Anzüge ein bisschen eng geworden ist. Und das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Denn das Wichtigste sind zwar immer die Menschen, aber eben nur die, die mich mögen. Aber ich habe in der Musik Trost gefunden. Ich habe mir deshalb die nächsten drei Stücke wünschen dürfen. Zuerst kommt der Johannes Brahms mit dem ungarischen Tanz Nummer 21. Damit möchte ich meinen Freund grüßen, den Orban Viktor, und ich will ihm damit viel Glück wünschen für die Wahlen in diesem Jahr. Aber er hat die Presse in jedem Fall besser im Griff als ich. Und danach kommt noch ein schönes Stück, Sir Duke von Stevie Wonder. Stevie Wonder würde ich mir ja in meinem Fall auch als Ermittler wünschen, denn Sie wissen ja, er ist blind wie die Justitia, was man leider von der Frau Justizministerin nicht behaupten kann. Aber für die haben wir auch noch ein schönes Stück, geschrieben von der Carole King, oh, der Name gefällt mir, Natural Woman. Und weil bei mir im letzten Jahr immer nur die Falschen gesungen haben, mache ich es heuer besser. Ich habe eine wirklich gute Vokalkünstlerin gefunden, nämlich die Marion Feichter. Die singt nur die richtigen Töne. Auch wenn diese schwarz gedruckten Noten am Papier ja total die falsche Farbe haben. Die müssten türkis sein. Aber egal, ich gehe jetzt wieder schauen, ob ich daheim eine Windel wechseln muss. Und vielleicht hat ja auch jemand Zeit zum Chatten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich mache derweil einen Abgang, weil da weiß ich ja jetzt, wie es geht. Thank you.
Marion Feichter, meine Damen und Herren. I used to feel so uninspired.
the day I met you. I was so unkind. But you're the key to my peace of mind. And you make me feel. Oh, you make me feel. You make me feel like a natural woman. And when my soul was in the lost and found, you came. Just what was wrong with me till your kiss helped me name it. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Stimmgewalt bringt mich jetzt zu etwas, wo wir normalerweise unsere Rachen trainieren, nämlich zur bevorstehenden Pause. In der haben Sie jetzt gleich die Möglichkeit, sich entweder hier im Saal einen eigenen Pausenfilm anzuschauen oder es gibt tatsächlich draußen im Foyer die Möglichkeit, aufs neue Jahr anzustoßen. Allerdings bitte Corona-konform an zugewiesenen Sitzplätzen und in aller Kürze, denn sonst geht sich das mit der Sperrstunde bis zum Abend nicht aus. Also halten Sie die Pause kurz und die Abstände ein, dann wird das für alle eine glückliche Erfahrung werden. Der Pausensekt aber, der hätte auch einem Jubilar des heurigen Jahres sicher gut geschmeckt, nämlich dem Literaten E.T.A. Hoffmann, der dieses Jahr seinen 200. Todestag feiert. Er war bekannt als Autor, als Komponist und als Karikaturist oder auch als Stoffgeber der Oper Hoffmanns Erzählungen.
Bekannt war aber auch, dass er ganz gerne mal einen gebechert hat. Von einem seiner Trinkkumpane soll tatsächlich das deutsche Wort Sekt stammen. Und in Anlehnung daran möchte ich Ihnen jetzt ein kleines Gedicht in die Pause mitgeben, das mir da einfällt. Es heißt Hoffmanns Verfehlungen. Herr Hoffmann lief nach 20 Wein an seiner Haustüre vorbei. Er setzte sich nach 20 Schnaps statt auf das Sofa auf die Katz und fiel nach weiteren 20 Bier statt in sein Bett in das Klavier. Doch auch wenn ihn nun Schmerzen quälen, er hat nun etwas zu erzählen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung in der Pause, trotz Maske. Und für den richtigen Schwung geben wir Ihnen jetzt noch einen Marsch mit von Julius Futschig, die lustigen Dorfschmiede. Also hauen wir auf die Pauke, beziehungsweise in diesem Fall auf den Amboss. Prost und viel Vergnügen. Thank you.
Liebes Publikum, abracadabra kann ich nur sagen. Der Jahreswechsel ist ja immer auch eine Zeit des großen Aberglaubens. Man orakelt herum mit Astrologie oder Bleigießen oder Zinngießen, wie man jetzt richtigerweise sagen muss. Oder man schmiedet Neujahrsvorsätze im Aberglaube, dass man sie einhalten würde. Ich wiederum mache immer gerne das sogenannte Jubiläumsorakel. Das heißt, ich schaue mir an, welche Persönlichkeiten denn in einem Jahr so ihr Jubiläum haben. Und je nachdem, wer das ist, bewerte ich dann meine Chancen in diesem Jahr. Und da muss ich Ihnen leider sagen, da schaut's gar nicht gut aus. Also Geburtstag haben zum Beispiel der deutsche Brachial-Comedian Mario Barth und der Soßenmischer Julius Maggi. Das heißt, es gibt heuer nichts zu lachen und am Ende schmeckt alles gleich. Außerdem haben noch Stephen King und der Dracula-Autor Bram Stoker ihre Jubiläen. Das heißt, es wird definitiv zum Gruseln. Ich weiß nur noch nicht, ob damit die Tiroler Landtagswahlen oder die Bundespräsidentschaftswahl gemeint ist. Aber es gibt Hoffnung, denn auch die Skirennlegende Hermann Mayer feiert ihren 50er. Das heißt, auch wenn es bergab geht, geht es immerhin schnell vorbei und am Ende gewinnen wir Gold. Und gewinnen können jetzt auch Sie, denn wir küren jetzt jene Glücklichen, die die versprochenen Freikarten für das Maitinee-Konzert gewinnen. Die Antworten beim Jahresregentenrätsel haben Sie natürlich alle gefunden. Ich löse jetzt aber noch einmal auf, was wir in der ersten Hälfte gespielt haben. Gespielt haben wir Heinrich Schütz, Yannis Xenakis, César Franck und Elmer Bernstein. Und gewusst haben das jetzt folgende Menschen, die ich hier unter meiner Zukunftskugel herausziehen werde. Vielleicht wollen Sie mir auch so ein bisschen eine gespenstische Atmosphäre machen mit so einem für die Ziehung. Zu dem Konzert werden gehen. Wen haben wir da? Oh, Stimmung. Wir haben Elisabeth Riem, Svea Grasberger und
noch jemand, der das besonders gut eingepackt hat. Da war das Christkind noch ein bisschen mit von der Partie. Na, so. Und Sieglinde Schöpf, einen großen Applaus für diese drei. Herzliche Gratulation. Wir bitten Sie, kommen Sie bitte einfach nach dem Konzert bei der Portiersloge vorbei. Unsere Kartenverantwortliche wird dort auf Sie warten, um Ihre Daten aufzunehmen, damit Sie die 3x2 Freikarten auch genießen können. Und den anderen, die jetzt vielleicht nicht gewonnen haben, kann ich nur sagen, halten Sie den Kopf oben. Wie gesagt, es gibt noch die zweite Chance, sich online zu melden per E-Mail unter binsoschlaue@gmail.com bis zum 31.01. Oder Sie nehmen die ganze Situation jetzt einfach mit Humor, und das ermöglichen wir Ihnen jetzt auch musikalisch mit einer Humoreske von Jean Sibelius. Und unterhalten wird Sie dabei die Solovioline unserer Konzert. Meisterin Agnieszka Kulowska. Also viel Glück! Viel Glück und viel Spaß mit der Musik, denn dafür stehen die Sterne immer gut. Thank you.
meine sehr verehrten Damen und Herren, noch jemand feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum, nämlich Louis Pasteur, also der Erfinder des Pasteurisierungsverfahrens, bei dem Lebensmittel durch Erhitzen haltbarer gemacht werden. Pasteur hat übrigens auch einige der ersten Impfstoffe entwickelt. Das hat damals allerdings interessanterweise nicht etwa zu einem Shitstorm geführt, sondern zu einer Spendenflut, mit der er dann sein Impfinstitut Pasteur aufbauen konnte. Damals gab es halt eben noch kein Social Media. Aber wenn wir heute einmal das Internet abkochen könnten, da wäre uns, glaube ich, allen geholfen. Und es gibt übrigens noch ein musikalmedizinisches Jubiläum in diesem Jahr, nämlich den 300. Geburtstag von Leopold Auenbrugger. Der hat das Abklopfen und das Abhorchen mit dem Stethoskop als Diagnosemethoden erfunden. Das wurde dann aber damals schon mit mehr Skepsis aufgenommen. Ein Mediziner in Wien soll ausgerufen haben: Abhorchen, was ist denn das für ein Blödsinn? Seit wann macht eine Lungenentzündung Musik? Und ich denke mir, naja, wenn jemand aus dem letzten Loch pfeift, wird man schon was hören. Wir merken aber, der Kampf Skepsis gegen Wissenschaft, den wir heute in vielen Medien erleben, der tobt schon ein bisschen länger. Aber auch hier rettet uns die Musik. Denn wir spielen jetzt etwas, was jedes Stethoskop zum Klingen bringt, bei dem aber nur der Rhythmus ansteckend ist. Und zusätzlich hat das Ganze noch einen Titel, der sogar den Leuten von der MFG gefallen würde, nämlich Maschke Nada. Die Musik stammt von Jorge Ben und der Tanz von Amy Bedevillas Dance Experience. Also kochen wir die Ohren ab und klopfen wir auf die Trommelfelle. Samba! Oh, wow.
Quiero pasar, samba que sea animado, quiero es sambar. Este samba que viste de maracatu, es samba de pavio, samba de bretutu. Mais que nada, un samba como esto está legal. Você não vai querer que o samba no legal. Publikum, falls Sie in diesem Jahr vielleicht irgendwann plötzlich das innere Verlangen spüren, dass Sie von einem professionellen Lichtteam ausgeleuchtet werden oder Sie sich ganz extravagant geben wollen, dann liegt das vielleicht auch daran, dass es ein ausgesuchtes Divenjahr wird, Hollywood-Style. Judy Garland zum Beispiel feiert Somewhere Over the Rainbow. Doris Day hat auch einen Geburtsday. Lady Di bläst irgendwo Candles in the Wind aus. Und Alice Schwarzer wird 80. Wobei, die alle bei einer Party, ich glaube, das könnte spannend werden. Und dann hat auch noch die deutsche Filmlegende Marlene Dietrich ihren 30. Todestag. Und von der gibt es ein Zitat, das ich mir persönlich für dieses Jahr mitnehmen werde. Nämlich, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich dieselben Fehler noch einmal machen. Nur etwas früher, damit ich mehr davon habe. Mit der Einstellung hätte sie durchaus auch in die österreichische Innenpolitik gehen können. Eine politische Jubilarin aber hat sich nichts vorzuwerfen, nämlich die argentinische Nationalheldin Evita Perón, der Andrew Lloyd Webber bekanntermaßen ein musikalisches Denkmal gesetzt hat. Darum begrüßen wir jetzt noch einmal Marion Feichter auf der Bühne und lassen uns von Don't Cry For Me Argentina zu Tränen rühren. Und danach schwingen wir uns noch in die Sättel und leben das Leben der Gauchos mit dem Cachucha-Galopp von Johann Strauss Vater. Und ich weiß ja nicht, wie Marlene Dietrich das gefunden hätte, aber für mich hört sich das richtig an.
easy. You think it's strange when I try to explain how I feel, that I still need your love after all that I've done. You won't believe me. All you will see is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. Thank you.
das bin ich, der Fantastillioni Superlative Aberman, gekommen, um seinen Erzfeind Don Dirigente in die Flucht zu schlagen. Ho, 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 ho! Wir kommen natürlich auch in diesem Jahr ganz ohne Kämpfe aus. Aber im nächsten Jahr haben auf jeden Fall Superschurken keine Chance, denn Stan Lee feiert seinen 100. Geburtstag. Und auch wenn Sie seinen Namen vielleicht nicht kennen, so kennen Sie doch die Figuren, die Stan Lee erfunden hat. Spider-Man, Iron Man, Hulk, tausende Figuren hat er erfunden. Und Stan Lee hatte auch ein spezielles Motto, mit dem er immer seine Kolumnen abschloss, nämlich Excelsior, strebe nach Höherem. Und das können wir uns ja jetzt gleich auch fürs Konzert mitnehmen. Also Excelsior! Streben wir nach Höherem. Das können wir uns gleich für das ganze Jahr als Motto mitnehmen. Denn die Welt braucht unsere Superkräfte. Ganz, ganz dringend. Also stehen Sie am Morgen nicht einfach nur aus dem Bett auf. Nein, verwenden Sie Ihr Leintuch als Umhang und retten Sie die Welt. Schreien Sie einfach Excelsior. Denn der Glaube an uns selbst verleiht uns Flügel. Und darum gilt nun vor dem letzten Stück unser besonderer Gruß allen Superheldinnen und Superhelden dieses Universums. Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind, dass Sie dabei sind, trotz aller Herausforderungen. Die Musikerinnen und Musiker des Tiroler Kammerorchesters Instrument, die wünschen von ganzem Herzen ein heldenhaftes Triumphales neues Jahr! Und jetzt genießen Sie das letzte Stück mit besonderer Unterstützung des Equilibristen Danilo Marder, der für uns gleich superheldenhaft abheben wird. Also guten Flug und viel Vergnügen mit dem Donauwalzer. Thank you.
vielen, vielen herzlichen Dank für diesen Applaus. Er ist eine riesige Ehre für unser gesamtes Orchester. Wir wollen an dieser Stelle aber auch noch pauschal allen Firmen und Persönlichkeiten danken, die dieses Orchester bei diesem Konzert, aber auch sonst immer wieder unterstützen. Deshalb eine große Dankesrunde auch an Blumenpark Seidemann, die Hypo-Tirol-Bank, die Stadt Innsbruck und das Land Tirol, die dieses Konzert auf ihre Weise mit ermöglicht haben. Und falls Sie jetzt vielleicht von zu Hause an den Streaming-Geräten hier zuschauen und sich denken, ja, ich möchte das Tiroler Kammerorchester Instrumenti unterstützen, dann können Sie auch etwas spenden. Die Kontonummer ist eingeblendet, sie finden Sie aber auch auf unserer Webseite. Beim Betrag würde ich empfehlen, geben Sie einfach 2022 ein. Die Kommastelle dürfen Sie dann aber selber setzen. Und werfen Sie vielleicht auch einen Blick in unseren Programmfolder. Daran finden Sie auch noch andere Konzerte, bei denen wir Sie gerne begrüßen würden. Und wir spielen jetzt noch etwas Musik von jemandem, der keine Spenden mehr braucht, der aber mit seiner Musik Tausende beeindruckt hat. Die Rede ist von Paul McCartney, einem der Beatles. Er wird dieses Jahr 80. Und wir nehmen das zum Anlass. Dankeschön. Wir nehmen das zum Anlass, eine flauschige, aber auch sehr hysterische Zugabe zu spielen. Es kommt zuerst ein Beatles-Medley, zusammengestellt von Klaus Telfser, und dann nochmal Johann Strauss, einmal der Sohn und einmal der Vater. Lassen Sie sich also von den Zugaben mitreißen und nehmen Sie den Schwung mit ins Jahr 2022. Gutes neues Jahr und viel Spaß noch einmal mit dem Tiroler Kammerorchester Instrumenti unter der Leitung von Gerhard Sammer und Marion Feichter. Joan was quizzical, studied pedophysical science in the home. Late nights all alone with a test tube, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on her door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead.
you do, you gotta do it well. You gotta give the other fellow to